finde, es sollte eine Regel gegen das Rumschmeißen von Papierbällen geben. Solange es die Regel noch nicht gibt, schmeißt die Bälle doch einfach zurück. Und wie soll ich das anstellen? Jetzt kommt der Superrutscher! Juhu! Teddy? Teddy! Hier liegt so viel rum, ich kann überhaupt nichts finden. Hey, das ist mein Teddy. Die Spielzeug in den Korbregel brauchen wir, glaube ich, doch. Mein Bäuchlein sagt mir, es ist Zeit fürs Abendessen. Mama, wann gibt's Essen? Ich bin hier draußen. Mama, der Tisch ist noch nicht gedeckt. Gibt's heute kein Essen? Seit es keine Regeln mehr gibt, brauchen wir auch nicht mehr zusammen zu essen. Da. Leo, Essen ist fertig. Bin schon da. Oh, wo ist denn Lilly? Oh. Was ist denn mit dir los, Leo? Sag nicht, du vermisst deine Schwester. Nein, aber ich wollte es nur wissen. Was ist das? Das ist eine ziemlich stachelige Pflanze, ein Feigenkaktus, um genau zu sein. Und schau mal, er sieht ein bisschen aus wie Lilly. Leo, was ist denn los? Ich habe Lilly mit meinem Zauberspruch in die Pflanze da verwandelt. Aber warum das denn, Leo? Weil kleine Schwestern und Brüder manchmal nerven und ich dachte, dass es schöner ist, Einzelkind zu sein. Also möchtest du deine kleine Schwester zurück, Ja. Hättest du jetzt nicht Lust, ein schönes Bad zu nehmen? Ich glaube schon. Ich weiß, du magst nicht in die Badewanne. Wie wär's, wenn wir zusammen gehen? Du bist jetzt schön sauber und duftest herrlich. Ihr beide natürlich. Danke, Mama. Fipsi und Didi sind hier. Sie wollen dir was sagen, Leo. Na dann, zieh dich mal an. Und wenn du fertig bist, kommst du einfach runter. Hallo. Hoho. Leo, wir wollten dir sagen, dass es nicht stimmt, dass wir nicht mit dir spielen wollen. Nur dieses Algenmonster hat einfach zu sehr gestunken. Aber dich mögen wir doch trotzdem. Aber das stinkende Algenmonster ist doch gar nicht mehr hier. Es wurde mit Erdbeerseife in den Abfluss gespült und fortgejagt. Da ist nichts drin. Doch, hier! Wir sind die besten Piraten auf der ganzen Welt. Gut gemacht, Pirat Lilly. Was steht da? Raus aus der Wanne und ihr werdet es sehen. Hurra! Bald ist auch das letzte Hindernis überwunden. Ein paar Hüpfer und der Schatz ist gefunden. Folge der Spur ganz nach oben aufs Cliff, dann wirst du es sehen, dein... Schiff! Was für ein Schiff? Und der Piratenschatz! Wir haben ihn gefunden! Klasse! Alle Piraten bereit für ein Foto?
Gute Nacht, ihr mutigen Piraten. Träumt sie's von Piratenschätzen? Ja, ich will spielen. Jungs gegen Mädchen. Bereit? Aber klar, wir gewinnen sowieso, nicht wahr, Leo? Ich weiß nicht so genau, denn eigentlich sind Mädchen gar nicht... Seid ihr gar nicht mehr sauer auf mich? Überhaupt nicht. Los, schlag ein. Au! Oh. Ich möchte euch was sagen. Jungs sind gar nicht besser als Mädchen. Wusste ich längst. Oh, schau mal, den Dinosaurier ist er nicht. Vielleicht können wir doch mit ihm spielen. Oh, sieh mal, wer da ist. Hallo, Leo. Hast du deine Meinung geändert? Ja, es war nur Teddy, der es alles nicht verstanden hat. Aber ich habe ihm alles erklärt. Es ist nicht schlimm, wenn Gugu meine Sachen ein bisschen ansabbert. Man kann sie ja wieder abwaschen. Stimmt. Und... es macht viel mehr Spaß, zusammen zu spielen. So können wir auch Freunde werden. Leo, das erwärmt mein Herz. Sie meint damit, das hast du sehr schön gesagt. Hm. Gugu, hast du Lust, mit mir und Teddy zusammen zu spielen? Möchtest du das Auto? Willst du mir den geben? Da. Hast du den angeleckt? Ah, du bist doch keine Dinosaurier. Ach, wie schön sie miteinander spielen. Mein kleiner Gugu bekommt bestimmt auch mal ein Geschwisterchen. Ach, Geschwister sind was Wunderbares. Du kannst das Auto ruhig anlecken, wenn du willst. Hannes, die Medaille ist wirklich schön, aber wir haben sie uns nicht verdient. Und das alles nur wegen des blöden Tuchs. Wir haben es verloren und nicht mal drum bekommen. Also haben wir eine Abkürzung genommen, damit wir gewinnen. Hm? Die echten Gewinner sind also Fipsi und Billy. Ja! Juhu! Bitte schön, die Medaillen gehören euch. Oh. So, jetzt zu euch. Meinen Glückwunsch zu eurem persönlichen Sieg. Was? Aber wir... Ihr beiden habt heute etwas ganz Wichtiges gelernt. Wenn man durch Schummeln gewinnt, ist der Sieg gar nicht so toll. Genau. Jetzt habe ich das verstanden. Und Didi auch. Hm? Ja! Danke dir, Leo. Kein Problem. Aha. Hui! Hui! Oh! So, seid ihr bereit für ein paar gezielte Schneeballwürfe? Ja! Mal sehen, wie gut ihr im Schneeballwerfen seid. Und auf geht's. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los! Ja! Ja!